Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe jetzt ja die Mammutaufgabe, euch meine Jahreshighlights vorzustellen. Ich habe mich jetzt in diesem Jahr, also für 2021, dafür entschieden, das etwas aufzuteilen, weil die historischen Romane eine sehr große Bedeutung 2021 gespielt haben. Und ich habe mir jetzt erstmal für dieses Video die Top 3 der Thriller und dann noch zwei Liebesromane, die mich begeistern konnten, rausgesucht. Also sozusagen die Top 5 und da halt die historischen Romane noch ausgenommen. Und ich würde sagen, ich fange an mit den Thrillern. Ganz am Anfang des Jahres hatte ich gelesen Der Bewohner von David Jackson. Das hatte mich absolut begeistern können und das hat mich auch ein wenig beeinflusst. Es ging hier um Thomas Brogan. Er ist Serienkiller und auf der Flucht vor der Polizei findet er Unterschlupf in einem unbewohnten Reihenhaus und kann von dort aus aber durch einen Durchgang in einige Wohnungen gelangen. Denn die Dachböden der Häuserteile sind miteinander verbunden. Brogan besucht die anderen Häuser, stiehlt Essen und beobachtet die Nachbarn. Besonders fasziniert ihn die schöne Colette, bis hin zur Obsession. Er will alles über sie herausfinden, er will sie seinem Willen unterwerfen und sie töten. Und wenn Brogan eines liebt, dann das, mit seinen Opfern Katz und Maus spielen. Und das war wirklich extrem spannend. Ich habe zu Hause immer schon darauf geachtet, ob mir irgendwelche Lebensmittel fehlen. Also es war wirklich ein Highlight für mich und ja, ich freue mich auch schon, wenn der Autor mal wieder was rausbringt. Er hat jetzt aktuell eine Krimireihe rausgebracht, aber ich finde, also ich möchte noch mal ein Einzelband von ihm lesen. Ich glaube, das ist dann noch wieder was anderes und kann ich euch aber absolut empfehlen. Dann habe ich von Patricia Walter Blutroter Schatten. Nur du kannst ihn aufhalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen habe. Nee, ich habe es gelesen, glaube ich. Es konnte mich auch total begeistern. Ich hatte von der Autorin vorher noch nichts gelesen. Entschuldigung. Und hier ging es darum, dass innerhalb weniger Tage in München mehrere Leichen gefunden werden, bei dem ein Zettel liegt mit den besten Empfehlungen von Thomas Rode. Bloß dieser Thomas Rode, der sitzt seit Jahren verurteilt im Gefängnis und im Hochsicherheitstrakt sogar der Psychiatrie. Und sie fragen sich, ob er weiß, wer der Täter ist. Rode ist bereit zu sprechen, aber nur mit einer einzigen Person, seiner Tochter Sam. Obwohl sie den Kontakt zu ihrem Vater vor langer Zeit abgebrochen hat, willigt Sam ein und gerät bald selbst ins Visier des Killers. Das war sehr, sehr spannend. Also kann ich euch wirklich nur absolut ans Herz legen. Ich hatte das, glaube ich, damals in einer Leserunde gelesen und da waren alle begeistert von. Und das dritte von den Thrillern bzw. Krimis war der Auftakt der neuen Reihe von Bernhard Eichner, Dunkelkammer. Ich muss dazu sagen, der zweite Teil konnte mich nicht so überzeugen, begeistern, aber dieser war wirklich richtig gut. So, hier steht, ich muss das mal eben, weil das war alles Anfang des Jahres. Er taucht dort auf, wo Menschen sterben. Er ist dem Tod näher als allem anderen. Er hält das Unheil fest. David Bronski ist Pressefotograf. Bronski ist fasziniert von der Stille des Todes. Die Jagd nach dem perfekten Bild wird zum Rausch. Die Reise in seine Vergangenheit zum Albtraum. Also das fand ich richtig gut. Ich mag ja sowieso den Schreibstil von Bernhard Eichner. Ich mochte ja auch die Totenfrau-Trilogie total gerne. Und dieses konnte mich auch absolut begeistern. Ich bin gespannt, ob da noch ein dritter Teil kommt, wie der mir dann gefallen wird. Weil der zweite war mir ein bisschen zu weit hergeholt. Aber hier dieser konnte mich wirklich begeistern. Und dann habe ich noch zwei Liebesromane für euch. An den einen kann ich mich jetzt noch gut erinnern, an den anderen, da muss ich jetzt mal eben gucken.
Aber ich weiß, dass er mir gut gefallen hatte. Und zwar von Kristen Callihan und Samantha Young, Forever and Ever. Das Ganze ist im Mira Taschenbuch Verlag erschienen. Wenn aus einem geschäftlichen Deal plötzlich heiße Leidenschaft wird. Es geht hier um Parker. Für sie ist der ersehnte Job zum Greifen nahe. Das Einzige, was sie noch von ihrem Traum trennt, ist ihr Single-Dasein. Denn Parkers Chef hat die verstaubte Vorstellung, nur ein fest liierter Mitarbeiter mit Eigenheim sei ein guter Angestellter. Also engagiert sie für ein Firmenessen jemanden, der ihren Freund spielt. Doch dieser taucht zu dem ersten Fake-Date nicht auf, sondern sein Bruder Reis. Und aus dessen sexy Mund kann sie sich so einiges anhören. Dann nimmt der Abend eine seltsame Wendung. Ihr Boss ist begeistert von dem Xbox-Champion und Reis ist auf einmal der Mann an ihrer Seite. Je besser Parker ihn kennenlernt, desto stärker fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Doch von Leidenschaft stand nichts in den Geschäftsbedingungen. Ja, genau, so darum ging es auch. Und das konnte mich auch total begeistern. Es war toll geschrieben, die Charaktere waren super. Und ja, ich meine, Samantha Young, da habe ich eh schon vieles von gelesen. Und ja, hat mir richtig gut gefallen. Und das Buch, was noch nicht ganz so lange her ist, ist von Colleen Hoover. All das Ungesagte zwischen uns. Hier ging es um Morgan. Ich muss mal eben gerade. Ja. Nach einem tragischen Unfall muss Morgan nicht nur den Verlust von zwei geliebten Menschen verkraften, sondern kommt hinter ein albtraumhaftes Geheimnis. Ohne es zu wissen, lebte sie seit Jahren in einem Lügengebäude. Morgens einziges Bestreben ist es nun, zumindest für ihre 16-jährige Tochter Clara, die Erinnerung an glückliche Zeiten aufrechtzuerhalten. Doch je mehr sie sich um das Wahren der Fassade bemüht, desto mehr entgleitet ihr die Beziehung zu ihrer eigenen Tochter. Ja, das weiß ich noch. Das war sehr heftig und es konnte mich von Anfang bis Ende total packen. Es war so ein Buch, wo mir von Anfang an dann klar war, dass es 5 Sterne werden. Und das kann ich euch absolut ans Herz legen. Und ich habe es gehört, wie die meisten Bücher im Moment. Und ja, ich habe das meines sogar über BookBeat gehört. Und kann ich euch wirklich absolut ans Herz legen. Dann werde ich gleich noch gucken, was ich mit den historischen Büchern mache. Aber ein Buch kann ich euch hier noch eben zeigen. Und zwar war das von Lucinda Riley, Die verschwundene Schwester. Das war ja der bisher letzte Teil der 7-Schwestern-Reihe. Und ich habe ja schon öfters gesagt, dass mir ihre Einzelbände eigentlich besser gefallen haben. Aber dieser Band konnte mich auch total begeistern. Hier geht es dann ja um das Geheimnis sozusagen der 7. Schwester, die verschwundene Schwester. Und ja, das ist hier zu dunkel, aber wenn ich euch das Licht anmache, ist es für euch zu hell. Ja, auf jeden Fall, die 7. Schwester war ja immer für alle ein Geheimnis. Und dann überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende Nachricht, dass er eine Spur entdeckt hat zu der verschwundenen Schwester. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich hatte, glaube ich, den 3. Teil oder was, den ich gar nicht mochte. Und dieser Teil konnte mich aber wieder absolut begeistern. Und jetzt schreibt ja wohl der Sohn der verstorbenen Lucinda Riley an dem finalen Band. Und, oder schreibt es zu Ende zumindest. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ja, ich habe die Lucinda Riley Bücher immer geliebt und ja, sie ist ja auch sehr jung gestorben, kann man sagen. Und ja, ich hoffe, dass diese Reihe trotzdem noch zu einem schönen Abschluss kommt. Ja, das war es von mir in diesem Video. Gleich komme ich zu den historischen Romanen. Da ist einiges dabei und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei und
würde mich freuen über eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich über einen Daumen nach oben. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!